Hallo zusammen, heute mal wieder mit der Rubrik Familienrezepte. Aber es gibt heute eine kleine Besonderheit. Es ist nämlich gar nicht unser eigenes Rezept und wir machen es auch gar nicht selber, zumindest nicht alleine, denn wir haben eine Premiere zu feiern. Wir haben nämlich das erste Mal einen Gast bei uns hier im Video und das ist niemand Geringeres als die wundervolle Janina von Kleines Kulinarium. Und Janina hat heute was dabei, das durften Thorsten und ich schon mal in London am Flughafen kosten, nachdem Janina es mit Einsatz ihres Lebens durch Security-Checks bis nach Großbritannien befördert hat. Und dementsprechend sind wir super, super happy, dass wir das heute hier backen werden. Aber ich würde sagen, Janina, verrät uns jetzt erstmal, was hast du denn für ein Rezept für uns dabei? Ich habe das Rezept für einen super leckeren, super saftigen und super fluffigen Marmorkuchen dabei. Und ich darf noch einen kleinen Teaser vorausschicken und Thorsten soll mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Das ist der beste Marmorkuchen, den wir je gegessen haben und dementsprechend sollten wir überhaupt keine Zeit verlieren und legen direkt los. So, ich durfte jetzt direkt mal rüberwechseln, weil Sascha vertraut mir nicht so ganz, was das Filmen angeht. Gut, ne? Vielleicht deswegen traut er aber auch seinen Backkenntnissen nicht. Ja, und deswegen sollte ich vielleicht auch. Okay, ich glaube, wir tauschen. Okay. So, du kriegst wahrscheinlich genauso wie wir mit. Klassischer Rührkuchen. Das heißt, erstmal die Butter in die Schüssel. Hast du da was? Ich hab was. Dankeschön. Das ist gut vorbereitet. Natürlich. Hier ist im besten Fall zimmerwarm. Und ist hier zimmerwarm? Nicht ganz, aber. Fast. Ich hab sie doch zu spät rausgeholt. Genau, und dann geben wir den Zucker dazu. Ich finde die aber schon ganz okay von der Temperatur. Ja, die wird jetzt durchs Rühren auch noch mal ein bisschen weicher. Wie lange schmeckt die Butter jetzt so mit dem Zucker? Also ich würde sagen, dass wir die schon so 4-5 Minuten richtig cremig, schaumig und so richtig weiß-schaumig schlagen. Dass die Butter richtig, dass der Zucker sich auflöst. Hat, ne? Genau. Das sieht ja fast aus wie eine Buttercreme. Genau, also man sieht, es ist jetzt nicht mehr gelb, sondern schön weiß. Aber es macht doch Sinn, so lange aufzuschlagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und mit dem Handrührgerät sogar noch wesentlich länger, weil da dauert es einfach noch ein bisschen länger, bis sich der Zucker aufgelöst hat und bis genug Luft dann auch untergeschlagen ist. Damit steht und fällt schon das Rezept direkt am Anfang. Das glaube ich. Also nicht ungeduldig sein und schön lange rühren, damit es wirklich schön weißcremig aufgeschlagen ist. Sascha, warum gucke ich direkt zu dir? Ich bin nicht ungeduldig. Du bist der ungeduldigste Mensch auf dieser Erde. So, wie geht's denn weiter? Also ich werde jetzt schon mal hiermit anfangen, die Form zu fetten und zu mehlen. Und was machst du? Ich schlage die Eier auf und rühre ein Ei nach dem anderen so für ca. 30 Sekunden pro Ei unter. Ich gebe jetzt noch das letzte Ei rein. Ja. Was total wichtig ist, dass die Masse nicht gerinnt, ist, dass die Temperatur der Zutaten alle gleich ist. Also Butter, Eier, Milch, sollte alles vorher schon rausgenommen werden, dass die Masse nicht gerinnt. Bei der Oma Lore ging das früher so, alles zusammen rein, schnell aufrühren, alles war geronnen, dann kam das Mehl dazu. Und dann sieht es alles wieder super aus. Ja, manchmal ist es auch so, wenn es nicht ganz so schlimm ist, dass so ein Löffel oder zwei Mehl die Masse wieder bindet. Genau. Auf wie viel Grad heizen wir den Ofen vor? Auf 180 Grad Ober-Unter. Ich könnte mich dran gewöhnen an eine Küchenhilfe. So, ich bin zu vermieten. Okay. Genau, werden Sie jetzt diese Nummer. Die Jungs, Küchenhilfenvermittlung. Das sieht jetzt so aus, als ob du das Mehl mit dem Backpulver vermischen möchtest, ne? Genau, ich gebe jetzt das Backpulver zum Mehl und vermische es. Ganz gut ist dabei, wenn die Schüssel nicht ganz so knapp bemessen ist, dann lässt sich leichter umrühren, ne?
Ja, ich habe das von Oma Lore gelernt. Sie hat immer die kleinsten Schüsseln für die größte Menge Salat genommen. Ja. Und ich habe immer alles umrühren müssen und alles lag daneben. Du bist also lernfähig. Ich bin... Doch, bei mir lernfähig. Das hast du schon verstanden, ne? Ich habe das verstanden. Aber die wichtigste Frage, Janina, siehst du? Ich siebe nicht. Gut, ich habe dir kein Sieb hingestellt. Genau. Ich habe neulich erst gelernt, da wart ihr auch dabei, dass das Sieben von Mehl gar nicht notwendig ist. Das hat man früher gemacht, weil das natürlich nicht so gut verschlossen war, das Mehl. Und dann hat man oft so Motten und solche Dinge drin gehabt. Und deswegen hat man, oder weil es halt auch Feuchtigkeit gezogen hat, und dann hat man es sieben müssen. Klar, heutzutage, also bei ganz wenigen Rezepten muss man Mehl sieben. Das gibt man rein und gut ist. Also man kann das in Schritten machen, man kann jetzt die Hälfte Mehl, Hälfte Milch. Ist aber nicht nötig. Also ich gebe immer das Mehl hinein und dann auch gleich die Milch dazu und lasse es so verrühren. Okay. Es funktioniert so schlecht. Ganz genauso, wie wenn man es anders macht. Und wieso sollte ich mir dann die Arbeit machen? Sie hat recht. Genau. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen was von dem Teig ab, so ein Drittel ungefähr. Das mische ich dann gleich mit dem Kakaopulver und noch ein bisschen Milch. Und dann wird es natürlich der dunkle Teil des Marmorkuchens. Ja, zu dem Kakao habe ich gleich auch noch eine Frage. Ja. Du hast hier den Kakao schon mal vorbereitet und da ist ein bisschen Zucker drauf und Backpulver? Genau, eine kleine Prise Backpulver noch. Wofür ist die? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Kakaoteil manchmal nicht so schön hoch geht, weil da natürlich noch so viel Kakaopulver mit drin ist. Und deswegen gebe ich manchmal noch eine Prise Backpulver mit dazu, dann geht der Kakaoteil ein bisschen schöner hoch. Der Teig wird ja auch fester grundsätzlich, weil da ja weniger Mehl drin ist, ne? Genau, weil einfach das Kakaopulver dann anzieht und... Okay. Genau. Also ich vermische das jetzt einfach nur noch so ein bisschen. Mhm. Und dann gebe ich das hier dazu. Ach du, gibst das direkt dazu? Ich gebe das direkt dazu und dann noch ein bisschen Milch. Der Teig sollte zum Schluss ungefähr die Konsistenz haben, die auch der helle Teig hat, damit man diesen schönen Marmoreffekt hat. So, jetzt haben wir den Kakaoteig auch fertig und dann können wir eigentlich schon anfangen, es zu schichten. Okay, und du fängst wahrscheinlich auch mit dem hellen an. Da könnten wir, glaube ich, fast noch einen Schluck Milch vertragen. Ja. Dankeschön. Einfach nur so einen Schuss. Kleinen Schluck. So, ja. Dankeschön. Gerne. Außerdem kennst du mich als deine Küchenhilfe. Nö. Doch. Okay. Ich gebe jetzt hier den Teig, den hellen Teig, in die vorbereitete Form. Das kann eine Springform sein, das kann eine Gugelhupfform sein, das ist ganz egal. Und verteile den jetzt hier unten drin. Aber, schaut mal, da ist noch ein bisschen drin. Bei Thorsten wäre das aber nicht mal mehr ein Fitzel da drin. Das ist der Rest für den Gehilfen. Juhu! Normalerweise habe ich immer ein Kind daneben sitzen, aber in dem Fall lasse ich ein bisschen was für dich übrig. So, jetzt gebe ich hier noch den Rest von dem hellen Teig drauf. Das ist nur so ein bisschen was, aber das kommt hier noch oben drauf verteilt. Da hat jetzt der Rest für den Kameramann. Nein, und der Kameramann hat ja auch nichts getan. Jetzt geht es wahrscheinlich ums Marmorieren. Genau, und da habe ich einen besonderen Trick, damit man auch eine schöne Marmorierung hinbekommt. Okay. Und zwar geht man mit der Gabel zweimal durch die gleiche Stelle. Einmal großzügig und einmal dann nochmal durch die Mitte. So. Boah, die Gabel sieht ja schon so klasse aus. Genau, und die hat jetzt auch schon diesen... Kleiner Zebra-Effekt, ne? Wow. So, und jetzt kommt das gute Ding in den Ofen. Der ist vorgeheizt. Mhm. Ich mach mal auf. Möchte der Kameramann... Oh. Danke! Du sagst bei dir, wie lange? So 35 Minuten ungefähr. 35 bis 40, das kommt immer so ein bisschen auf den Backofen an. Manche Öfen brauchen ein bisschen länger, manche die sind schneller. Also immer ein paar Minuten vorher schon mal checken, wie weit der Kuchen ist. Ganz wichtig. Stäbchenprobe ist das Stichwort. Sieht man das noch nicht fertig? Nee. Also jetzt schauen wir mal, ob er jetzt fertig ist. Machen wir nochmal die Stäbchenprobe.
Und so ein paar kleine Krümelchen dürfen dranhängen, aber halt nicht, wie man vorher gesehen hat, dass noch Teig dran bleibt. So, der ist fertig. Genial, oder? Wie machst du das mit Stürzen? Auskühlen nach dem Stürzen? Oder? Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Methoden, wie man es richtig macht. Ich lasse ihn in der Regel so 10 bis 15 Minuten abkühlen, weil sonst ist er halt sehr weich noch und dann ist halt die Gefahr, dass er zerbricht beim Rausholen. Dann übernehme ich das mal. Du hast jetzt die schwierigste Aufgabe. Ich wollte gerade sagen, ich übernehme auch, jegliche Gewehr. Wie heißt das? Egal. Wenn es kaputt geht, bin ich schuld. So. Sehr schön. Der ist aber sehr schön geworden. So, was ist jetzt der finale Touch? Der finale Touch ist ein bisschen Puderzucker. Und das war's dann schon. Leider hat uns bei der Verabschiedung das Mikrofon verlassen. Daher hier nochmal tausend Dank an Janina. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Wenn ihr sie noch nicht kennt, wir blenden euch direkt jetzt mal alle ihre Social Media Accounts ein. Also auf jeden Fall folgen und wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Bis dahin, tschüss.